35. Inter Tabak in Dortmund, Messestand der Firma Villiger, neuer Messestand der Firma Villiger, bekannter Gesprächspartner. Geschäftsführer Peter Witzke mit uns im Gespräch über die aktuellen Dinge des Hauses und auch über die neuen Produkte. Hallo Peter Witzke. Schönen guten Tag Peter Will, freut mich, dass das Team von Smokers News mal wieder bei uns ist. Heute stehen wir direkt schon wieder vor unserer ersten Neueinführung, die Tobajara-Linie. Wir haben uns jetzt in diesem Jahr ganz Brasilien verschrieben. Wir haben neben den handgerollten Tobajara, die man schon kennt, mit dunklem Deckblatt, jetzt noch eine Tobajara-Linie mit Brasil-Sumatra-Deckblatt hinzugefügt. Ganz wichtig, reiner 100% Brasil-Tabak, keine anderen Beimischungen. Und das gleiche Konzept haben wir weitergeführt in eine 100% Machine-Made-Linie, reiner Brasil-Tabak. Ich glaube, das ist das einzige Produkt am deutschen Markt, was 100% Tabak nur Brasilien hat. Wir versprechen uns sehr viel davon. Das ist ein angenehmes, mildes Raucherlebnis. Man vermutet sonst immer eigentlich mit Brasil-Tabak, das wird kräftig und stark. Aber nein, das ist angenehm, mild, überraschend. Und diese Produkte kommen jetzt also per sofort in den Handel. Und dann haben wir natürlich, wie sich's gehört, zu unserem 125-jährigen Jubiläum noch ein was ganz besonderes Überraschungspaket geschnürt. Aber das zeige ich Ihnen gerne auf der anderen Seite. Cool. Wir folgen gerne. So, wir sind ein Stückchen weiter am Messestand und haben etwas aufzuarbeiten. 125 Jahre Firma Villiger. Das wurde relativ groß mit Politik, mit Prominenten in der letzten Woche in Zürich gefeiert. Aber ein Produkt dazu, das dürfen wir jetzt unseren Händlern zeigen. Das ist richtig. Wenn wir ein Jubiläum feiern, dann werden wir das natürlich immer veredeln mit einem wunderschönen Produkt, wie es sich gehört. In diesem Falle wieder eine Zigarre, die exklusiv von Heinrich Villiger komplett entwickelt wurde, komponiert wurde, von der Einlage über das Rundblatt, über das Deckblatt, bis hin zum Design der Verpackung, die schönen Ringe, das ganze Paket, alles von Heinrich Villiger. Wir dürfen allerdings, und das ist vielleicht die Enttäuschung jetzt für die Fangemeinde, keine Details über den Inhalt der Zigarre berichten. Ich kann nur so viel sagen, es ist ein angenehmer, cremiger, vollvolumiger Geschmack, der sich hier entfaltet. Aber wir wollen Sie jetzt natürlich nicht auf die Folter spannen. Am besten, und das ist jetzt für dich, probierst du sie doch mal selbst aus. Und dann kannst du ja mal abschätzen, was könnte denn drin sein. Ich wünsche den Rauchern jedenfalls viel Vergnügen mit diesem wundervollen Produkt. Dankeschön. Ich freue mich drüber. Ich werde gerne in einer genussvollen Stunde rauchen. Und dann werde ich mal tippen, wo ich denn da gelandet bin. Danke. Lieber Peter Witzke, wir sind noch ein Stückchen weiter. Das heißt aber in der Geschichte des aktuellen Produktangebotes ein Stückchen zurück. Im Sommer des Jahres, beziehungsweise September, oder? Ja, jetzt so. In der Zeit habt ihr zwei Produkte auf den Markt gebracht, die wir doch ganz gerne noch mal vorstellen wollen. Wir hatten im letzten Sommer in den USA eine neue Linie eingeführt, die Villiger Talanga und Villiger Colorado, die speziell für den US-amerikanischen Markt entwickelt wurde. Das heißt, sie ist kräftig, vollvolumig, eher auf der höheren Skala anzusiedeln. Wir sind eigentlich dem Markttrend gefolgt, der sehr Richtung Nicaragua schwingt momentan, und haben hier zwei wundervolle Zigarren, die in Nicaragua hergestellt werden. Die Talanga hat noch ein Deckblatt aus Honduras obendrauf. Der Rest Einlage ist Nicaragua. Und die Colorado ist ein Puro Nicaragua. Aber eigentlich eine sehr spektakuläre Zigarre, weil sie hat vier Einlageblätter, sie hat zwei Umblätter und ein Deckblatt. Und durch diese Kombination dieser sieben verschiedenen Tabakblätter entwickelt sich die Zigarre während des Rauchens in sehr spektakuläre Höhen. Und ich kann es nur jedem Könner und Aficionado empfehlen, doch mal mit dieser Zigarre einen schönen Abend zu verbringen. Er wird es nicht bereuen. Was kostet Ihnen so einen Abend mit einer Zigarre? Oh, das gibt natürlich verschiedene Formate. Und jetzt hast du mich wieder auf den falschen Fuß erwischt. Da muss ich doch erstmal kurz spicken auf der Seite. Ja, wir sind doch eigentlich hier mit 5,50 Euro beim kleinsten Format bis 6,90 Euro für das teuerste Format sind wir preislich sehr interessant unterwegs. Deswegen also, wollte ich es nochmal wissen. Also ich hatte es irgendwie so im Kopf, so zwischen 5,90 und zwischen knapp 7 Euro. Ne? Ja, genau da liegen wir. Also es wird nicht am Geldbeutel scheitern, um diesen Versuch doch einmal zu machen. Okay. Die zweite? Nein. Und bitte? Das sind ja beide. Nicaragua. Also, die haben wir jetzt eigentlich. Können wir schneiden kurz? Tag war sensationell, glaube ich. Zweiter Tag fing auch gut an. Haben wir uns nochmal gesteigert? Ich denke schon. Es ist für mich natürlich auch schon wieder internationaler geworden. Die Messe ist ja keine reine deutsche Messe mehr, sondern mehr und mehr auch durchs Fachpublikum wird es internationaler.
Und jetzt für uns, im Hintergrund kann man es ja schon erkennen, beginnt gleich die nächste Feier. Wir möchten jetzt die 125 Jahre live mit unseren Kunden hier genießen. Wir werden gleich eine kubanische Band haben und beim kleinen Häppchen ein kleines Gläschen auch zueinander nehmen, sodass es uns heute Abend auch nochmal wieder gut geht. So die Steigerung, ja, sie ist da. Gut, dann freue ich mich auch darauf. Wünsche natürlich also auch für den morgigen Tag noch gute Umsätze, volle Auftragsbücher und auch noch ein gutes Geschäftsjahr bzw. ein Endgeschäftsjahr mit all den Dingen, die ihr vorhabt. Vielen Dank und euch auch alles Gute. Tschüss. Danke.